Hallo, hallo, hallo. Wenn Facebook fragt, was ich mache, ich finde das immer so spannend, ne? Kennst du ja bestimmt auch, wenn du auf Facebook gehst und du siehst dein Profil und da steht, was machst du gerade? Da gebe ich doch gerne mal eine Antwort drauf. Wir haben hier auch 2046 haben wir in Deutschland, 2146 haben wir schon hier. Auf Zypern, nette 24 Grad, wir haben noch draußen gehockt und jetzt hocke ich hier noch an meinem Computer, um hier ja alles auszumachen. Und da Facebook gefragt hat, was ich mache, dachte ich, ich komme doch mal noch live hier auf meinem Profil vorbei, weil es gibt so viele interessante Fragen, die ich dir gerne mal weitergeben möchte, die ich mir mal gestellt habe. Die sind mir heute mal wieder so bewusst geworden. Gerade heute Mittag hatte ich zu meinem Mann noch gesagt, sag mal, welche Jahreszeit haben wir hier? Als wir unterwegs waren in eines unserer Lieblingscafés, einen leckeren Latte Macchiato noch zu trinken. Welche Jahreszeit haben wir hier? Ist das so schön warm? Und ich auch noch mal an die Aussage von unserer Tochter kürzlich erinnert wurde, die gesagt hat, ich liebe Länder, wo ich eine Jacke brauche, wenn ich in ein Haus gehe. Was ist damit gemeint? Wenn man auch hier so in Restaurants geht, das ein oder andere Restaurant hat halt manchmal die Klimaanlage ziemlich kühl geschaltet. Und wenn man dann da sitzt, so ärmellos oder nur mit so einem kurzärmeligen Kleid oder sowas, und ist dazu geneigt, sowieso zu frieren, dann hat man schon mal kalt. Dann ist man schon mal eigentlich froh, dass man eine Weste oder eine Jacke dabei hat, was man natürlich nicht hat, weil draußen sind es 30 Grad, ja? Da läuft man ja nicht mit einer Jacke rum. Okay, aber ein anderes Thema. Ich würde gerne mit dir, das ist der eigentliche Grund, warum ich jetzt noch gedacht habe, ich komme mal hier noch live vorbei, so vier interessante Fragen mit dir teilen, die ich mir auch mal gestellt hatte, als ich noch im öffentlichen Dienst war. Und ja, zunehmend unglücklicher da war. Immer weniger den Sinn in meiner Arbeit, in meiner Anwesenheit da im Büro gesehen habe. Und unglücklicher wurde einfach und da raus wollte. Und da würde ich dich mal gern dazu einladen, lass diese Fragen mal auf dich wirken, bezogen auf deine Situation und sei da bitte einfach mal radikal ehrlich zu dir selbst. Ich würde dich gern mal dazu einladen, aus dem Kopf rauszugehen, mit dem Herzen jetzt mal hinzulauschen und da mal Antworten, ganz ehrliche Antworten in dein Mind zu lassen. Und zwar die erste Frage ist, was bringt mir diese Beschäftigung hier, die ich Tag für Tag von Montag bis Freitag mache? Was bringt mir die Beschäftigung, die ich Tag für Tag, der ich Tag für Tag nachgehe? Egal jetzt, ob von Montag bis Freitag oder je nachdem, also die Beschäftigung, die du aktuell machst. Die erste Frage. Was bringt mir das? Die zweite Frage, wie sehr erfüllt mich diese Beschäftigung wirklich? Wie viel Freude macht sie tief in meinem Herzen mir selbst wirklich? Und wie viel Energie bekomme ich durch diese Beschäftigung, die ich gerade mache, durch diesen Job? Oder ist es eher so, dass ich mich ganz oft müde und energielos fühle? Nicht unbedingt, weil ich mich überarbeite in dem Job, sondern weil ich einfach Dinge mache, die mir keine Energie schenken, die mir mehr Energie rauben, als dass ich sie bekomme. Und die vierte ganz entscheidende Frage ist auch, und sei da bitte auch radikal ehrlich zu dir, wenn am Monatsende oder zum Monatsanfang, je nachdem, wie das bei dir ist, nicht Summe X auf dem Konto erscheinen würde als energetischer Ausgleich, würdest du dann weiterhin das machen, was du jetzt machst? Ganz ehrlich.
Und dann habe ich noch, da bin ich jetzt auch in meinen Notizen drauf gestoßen, weil ich bin gerade dabei, noch ein ganz tolles Programm zu entwickeln für die letzten 90 Tage in diesem Jahr, die ja schon angefangen haben. Weihnachten steht vor der Tür. Welche Überraschung. Eine Definition von Job. Just over broke. Das hat damals ganz viel mit mir gemacht. Just over broke, zu Deutsch kurz vor der Pleite. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, vielleicht auch ein bisschen überzogen. Das Ding ist aber, mir ist noch niemand begegnet, der finanziell wirklich auf einen absolut, wie man so schön sagt, grünen Zweig gekommen ist, also wirklich finanziell unabhängig und frei geworden ist, indem er Dinge für andere getan hat, indem er oder sie im Angestelltenverhältnis war. Also ich habe im öffentlichen Dienst recht gut verdient, außer Frage. Aber ich bin dennoch nicht auf den grünen Zweig gekommen, dahingehend, dass ich hätte sagen können, ja, finanziell alles gut. Die Monate, die haben trotzdem oftmals länger gedauert als das Geld. Und nach oben war einfach ein Deckel drauf bis zu einer gewissen Gehaltsgruppe und dann war Schluss. Kennst du, ne? Gewisses Alter, gewisse Ausbildung, gewisse Gehaltsstufe, ein paar Stufen noch im Laufe der Berufsjahre nach oben klettern und dann war es das. Und mit dieser Aussage ist mir damals auch schon eines klar geworden. Und da darfst du auch radikal ehrlich zu dir selbst sein. War bei mir nicht anders. Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeiten meist nur gerade so viel, dass sie nicht entlassen werden. Und der Arbeitgeber zahlt meist gerade so viel, dass der Mitarbeiter nicht kündigt. Weil die Einarbeitungszeit und alles Mögliche, das hat den Arbeitgeber ja auch Zeit und Geld gekostet und deshalb will er natürlich an dem Mitarbeiter festhalten. Nochmal, Mitarbeiter arbeiten meist gerade so viel, dass sie nicht gekündigt werden und Arbeitgeber zahlen meist gerade in Anführungsstrichen nur so viel, dass der Mitarbeiter nicht kündigt, also an Bord bleibt. Geh gerne nochmal zum Anfang zu diesem Video hier. Hör die Fragen dir gerne nochmal an und sei radikal ehrlich zu dir. Was dein Herz, was deine Seele dazu sagt. Und was ist jetzt die Lösung zu diesen vier Fragen? Andere vier Fragen, auf die du auch Antworten bekommen kannst. Und die würde ich auch gerne mit dir teilen. Die erste Frage ist, weil das wird wirklich alles verändern, aus dieser, ja, geliebt werden Falle rauszukommen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Ich habe das immer so als geliebt werden Falle, als Hamsterrad bei mir empfunden. Ich weiß ja nicht, was dein Sprachjargon dazu ist, aber bei mir war es ja geliebt werden Falle, Hamsterrad. Machen, machen, machen und auf keinen grünen Zweig kommen. Also die vier anderen Fragen, die du dir stellen kannst und darfst, sind: Wie kann ich absolute Klarheit bekommen, was wirklich genau meinem Seelenplan entspricht, meiner Mission, dem wahren Dasein hier auf Mutter Erde? Die zweite Frage: Wie kann ich daraus meinen Seelenberuf kreieren? Und das dritte greift da in die zweite Frage mit ein: Wie kann ich mir mit dem, was mir wirklich Freude macht, Spaß macht, was mir Energie schenkt statt Energie raubt, ein sicheres und stabiles Einkommen generieren. Gleich Seelenfreudegeld. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir damals den Job im öffentlichen Dienst nur gesucht, weil ich dachte, das ist ein sicheres Einkommen, da kannst du bis zur Rente bleiben und aus meiner damaligen Sicht, dann fängst du an zu leben oder wie auch immer das war. Um dann zunehmend festzustellen, nee, das ist jetzt nicht das, was ich tatsächlich
was mich tatsächlich erfüllt und was mir tatsächlich Freude macht. Und die vierte Frage, wie kann ich ganz authentisch bei mir selbst ankommen und mir ein Leben erschaffen voller Tage, von dem ich keinen Urlaub machen möchte, weil jeder Tag wie ein Urlaub ist. Weil ich wirke, weil ich mich selbst verwirkliche, weil ich die Dinge dann tue, die mir wirklich am Herzen liegen, die mich erfüllen, die mir Freude bereiten, die mir Energie schenken und die mir dann auch noch das sichere Einkommen generieren, stabil, sicher, dass ich mir mein Leben wirklich so gestalten kann, wie ich es wirklich möchte. Dass die Monate auch mal kürzer dauern als das Geld, mit anderen Worten, dass am Ende vom Monat auch noch eine gewisse Summe immer auf dem Konto ist. Eines meiner Ziele, als ich aus dem öffentlichen Dienst raus bin und wirklich meinem Seelenplan, den ich dann mir vorher natürlich klar gemacht habe, in meinem damaligen Mentoring und daraus den Seelenberuf kreiert habe, war, es wird nie wieder Monate geben, wo ich über den ersten hinaus weniger als 3000 Euro auf dem Konto habe. Das war eines meiner allerersten Ziele vor einigen Jahren. Jetzt habe ich natürlich da ganz andere Ziele, aber das waren meine Anfänge, weil ich immer das Gefühl hatte, kennst du vielleicht auch, das Geld fließt mir irgendwie zwischen den Fingern. Wenn irgendwann noch Sonderausgaben waren, immer wieder gucken, wie kommst du über die Runden. Ganz, ganz wichtige zentrale Fragen, die ich dir damit auf den Weg gebe. Und Antworten auf diese Fragen, absolute Klarheit, das bekommen zum Beispiel meine wunderbaren Teilnehmerinnen in der Akademie im internen Bereich, wo wir ganz genau auf diese Themen eingehen. Du hörst jetzt wahrscheinlich zum allerersten Mal, dass es hier im Future-Bereich einen Link gibt, auf den du draufklicken kannst und dir da aussuchen kannst, was sich für dich jetzt am stimmigsten anfühlt im Hinblick auf die Begleitung, um wirklich von A nach B zu kommen, um die Antworten auf diese Fragen zu haben, um dann tatsächlich mal in dem Leben anzukommen, wo du eigentlich gerne hin möchtest, frei, selbstbestimmt, dein eigenes Ding machen, die Dinge machen, die dich morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen lassen, wo du morgens erstmal überlegen musst, was ist heute für ein Tag. Geht mir auch oft so, dass ich denke, was heute für Tag. Und es ist völlig egal, ob da kommt Mittwoch, Dienstag, Sonntag oder Samstag, weil du dann einfach das Gefühl hast, du bist im Dauerurlaub. Jeder Tag ist ein Urlaubstag, weil du selbst bestimmst über deine Zeit, über dein Einkommen, über alles das, was du machst. Und das ist möglich für dich. Viel mehr, als du noch bis eben glaubst. Also, schau im Future-Bereich. Klick da drauf, such dir aus, was sich für dich am stimmigsten anfühlt, melde dich an oder wenn du noch Fragen hast, du findest da auch einen Link, um dir erstmal ein kostenfreies Beratungsgespräch zu buchen, wo wir dann am Telefon einfach mal schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, damit wir dir da auch Hilfestellung geben können, was jetzt dich am schnellsten von A nach B bringt, nämlich dahin, wo du wirklich hin möchtest. Das sind die Dinge, die du von mir lernen und erfahren kannst. Du darfst dich entscheiden. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao.